Der Entwicklungsstand im Bereich der Technik bei den Drohnen, bei den unbemannten Luftfahrzeugen ist ganz gut. Und jetzt geht es eben darum, sie auch in den Markt hineinzubringen in Bezug auf die Anwendungen. Da war man ja zunächst mal sehr euphorisch. Die Euphorie hat sich jetzt ein bisschen gelegt, denn es muss noch daran gearbeitet werden. Es muss festgestellt werden, wo ist der Einsatz von Drohnen sinnvoll, wo gibt es einen Bedarf, wo würde die Akzeptanz in der Bevölkerung auch da sein. Und das muss man in einzelnen Segmenten herausarbeiten. Und so bleibt nur übrig, in den Segmenten beispielsweise Land- und Forstwirtschaft, beispielsweise die Vermessung, beispielsweise die Anwendung für Sicherheitsaufgaben, die Leute an einen Tisch zu holen, den Stand der Technik, den Stand der Anwendungen zu erörtern und dann Zukunftsprojekte zu entwickeln, um diese Anwendung marktfähig zu machen. Und wenn man dann in Projekte geht und innerhalb dieser Projekte demonstriert, dass der Einsatz von Drohnen wirklich wirtschaftlich ist und Vorteile entstehen und Geld gespart werden kann, dann wird sich das hinterher als Geschäftsmodell auch gut etablieren können. Die Drohnentechnologie spielt in der urbanen Umgebung bestimmt eine gute Rolle. So wie man sich überlegt, autonom zu fahren, Verkehrsströme besser zu machen, öffentliche Verkehrsmittel besser in Anspruch nehmen zu können, kommt natürlich auch ein Fortbewegungsmittel in der Luft hinzu. Aber das ist nicht alles im urbanen Bereich, denn unbemannte Luftfahrzeuge können noch viel mehr Leistungen erbringen. Sie können dann, wenn der Verkehrsstau da ist, Blutkonserven, dringende Medikamente sehr schnell von A nach B transportieren. Sie können Notärzte unterstützen. Sie können eine Überwachung machen zur Luftqualität. Sie können Daten aufnehmen der Verkehrsströme am Boden und das Ganze besser miteinander in eine Koordination bringen und ähnliche Dinge. Also es ist ein ganzes Paket da, was Drohnen leisten können für die Bevölkerung in dem urbanen Bereich, in Smart Cities. Und das muss man herausarbeiten, man muss sich das überlegen, was ist sinnvoll, wo ist der Bedarf da und dann Konzepte daraus machen, dass die Drohnen das Geschehen am Boden innerhalb der Smart Cities gut unterstützen können. Ja, das ist in der Tat so. Es konzentriert sich sehr viel auf die Flugtaxis. Die Politik stellt das entsprechend dar. Die Großunternehmen wie Airbus macht öffentliche Auftritte dazu. Natürlich sind solche Entwicklungen auch möglich und notwendig. Wenn man sieht, wie Hubschrauber heute fliegen können, welche Vorteile sie haben, aber auch welche Nachteile sie haben, dann kann man ja überlegen, ob man mit neuen Technologien diese Nachteile nicht ein bisschen kompensieren kann und etwas Neues auf den Markt bringt. Das ist, finde ich, ein guter Ansatz. Darüber geredet wird natürlich, weil es irgendwo ein bisschen spektakulär ist. Aber erfolgreich sein kann solch ein Modell nur, wenn es später auch mal für jedermann nutzbar ist. Also das Flugtaxi kann dann nicht wenigen Reichen vorbehalten sein, sondern es muss dann wirklich ein Massenbeförderungsmittel sein, was jedermann nutzen kann und was insgesamt die Verkehrsströme entflechten und entlasten kann. Das ist nun eine sehr komplizierte Frage. Es gibt ja auf europäischer Ebene diese Überlegung des sogenannten U-Space. Also ein Luftraum sehr niedrig bis zu 120 Meter Höhe, der neben bemannter Luftfahrt dann auch die unbemannte Luftfahrt aufnehmen soll. Und da ist eben die Vorstellung, dass alles miteinander kooperativ funktioniert, dass alles miteinander koordiniert wird. Und man stellt sich vor, dass man sogenannte Dienstleister, Service Provider hat, die diese Koordinierung vornehmen. Ein wesentliches Problem, was noch zu beleuchten ist, ist, wo ist die Verantwortung für ein unbemanntes Luftfahrzeug, das nun eine Person von oder auch zwei Personen von A nach B transportiert. Bislang hat man einen Piloten an Bord, der trägt die Verantwortung. Ist das dann ein Pilot, der am Boden sitzt, oder ist das irgendwann mal künstliche Intelligenz und ein Computer, der das macht?
Also das sind alles noch offene Fragen, auch von ethischer Dimension, die aus meiner Sicht noch zu klären sind. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem European Drone Summit im vergangenen Jahr wird am 18. und 19. September in Stuttgart innerhalb der Inter-Aerial Solutions der nächste European Drone Summit vom UAV-Dach veranstaltet. Wir widmen uns diesmal dem Thema der Urban Air Mobility und wir werden dieses Thema aus strategischer Sicht beleuchten. Wir möchten sehen, welche Visionen gibt es und wie können diese Visionen in die Tat umgesetzt werden. Und wir werden in der Urban Air Mobility, wo aus unserer Sicht eben mehr dazu gehört als die Flugtaxis, auch andere Bereiche beleuchten. Nämlich der Bereich der medizinischen Versorgung, wie kann die unterstützt werden, der Bereich der Logistik und dann natürlich auch ein Stand, wie sieht es aus mit dem Personentransport mit Lufttaxis für die Zukunft. Und wir werden als weiteres auch uns aus übergeordneter Sicht mit den Gefahren, die entstehen können, befassen und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um diese Gefahren in den Begriff zu bekommen.